dann hätte ich gesagt, fangen wir jetzt einmal an. So, ich bin die Bella. Und alles hat irgendwie angefangen bei mir mit Video so circa 2014, kurz vor den Big Brother Awards. Da ist uns das damalige Videoteam abgesprungen und es war so irgendwie 2 Wochen vor der Veranstaltung und irgendwie Sendeplätze irgendwo freigehalten und so weiter, extra für die Übertragung. Und wir standen da halt so ohne jemanden, der uns das jetzt halt zu den Leuten bringt, die es gerne ins Fernsehen bringen würden. Also habe ich meinen Freund gefragt, hey, du bist doch so irgendwie aus der Branche oder so, halbwegs oder sowas, kennst du da jemanden, der das vielleicht machen würde? Und er hat meinen jetzigen CTO angerufen, hat ihm das erzählt und er hat gesagt so, ja, machen wir selber, oder? Und damit hat das irgendwie, so bin ich zu Video gekommen. Vorher habe ich eine recht, nicht ausgeprägte Meinung davon gehabt, wie Video zu funktionieren hat oder sowas, weil ich habe mich immer schon gefragt, warum ich als Kind nicht auf meinem Computer Fernsehen schauen kann und solche Sachen. Diese Sachen habe ich dann alle nachher gelernt und das ist, und einiges von dem Talk kommt halt so, was ich so mitgelernt habe, das möchte ich euch weitergeben, weil diese Zusammensuchen von da ist ein Standard, das funktioniert so und so weiter, ist irrsinnig mühsam und das Internet ist sich zum Beispiel auch nicht einig, ob was die Standards angeht und in Wikipedia steht das, in der deutschen Wikipedia steht das andere und das ist, sitzt dann davor und denkt, ja, was gilt denn jetzt eigentlich? Und ich arbeite mittlerweile bei einer Firma, also die ist super cool und ich speise unter anderem DVB IPTV ins Wiener Blitznet ein und das heißt, ich habe jetzt auch jemanden, den ich fragen kann, wie geht denn das eigentlich wirklich, was super cool ist. Video ist halt jetzt mittlerweile, also ich sage es jetzt zu allem Video, auch wenn das jetzt YouTube oder sonst auch Homemade-Video oder mehr oder weniger Stream ist. Ich werde das jetzt einfach über einen Kamm scheren, weil Stream wird auch immer über einen Kamm geschert. Irgendwie kann das heute jeder, was ich weiß noch nicht, ob das so gut ist. Weil es stellt dann halt auch jeder online und damit ist dann dementsprechend viel online, wo du sagst, mit eigentlich ist das peinlich zum Herzeigen. Technisch oder inhaltlich? Beides. Ja. Und ich habe mir da so, also es gibt keinen einheitlichen Standard für, wie muss ein YouTube-Video ausschauen, wie muss ein Lehrvideo ausschauen oder sonst irgendwas, das ist halt irgendwie macht halt so jeder, was er möchte. Und ich möchte ein bisschen, wenn ich das vermitteln kann und dass jemand versteht, warum manche Standards ganz sinnvoll wären oder sowas und der davon was mitnimmt und in Zukunft bessere Videos macht, dann habe ich schon gewonnen heute. Und zwar, ich mache den Talk über FFmpeg, weil FFmpeg ist im First Contact jetzt einmal nicht so schlimm. Also man tippt ein Input-File, Output-File und dann passiert einmal was. Ob das sinnvoll ist, ist dann eine andere Frage, aber es funktioniert einmal im ersten Moment. Es ist nicht so, dass es die Leute abschreckt, sondern es kommt halt halbwegs das raus. Das passiert, weil FFmpeg ganz viele Standardeinstellungen schon hinterlegt hat, die man dann alle nicht angeben muss. Also bei manchen wäre es sinnvoll, man gibt sie an, aber man muss es einmal nicht zum ersten Konvertieren, zum ersten Lernen muss man sie nicht angeben. Und zwar sind die während der Compile-Zeit in einem File vorhanden. Das heißt, man kann sie auch jetzt nicht nachträglich für immer dann ändern oder sowas. Es sei denn, man kompiliert sich FFmpeg selber. Wenn ich zu schnell rede, einfach wachen oder sowas. Ich habe da so... Okay, eines dieser Dinge, die mir im Internet immer wieder über den Weg gelaufen sind, ist... jemand hat eine Frage zu FFmpeg und da funktioniert irgendeine Syntax nicht oder so und hat da zum Beispiel keine Versionsnummer drin. Es ändert sich manchmal ein bisschen was von der Syntax oder wie man einen Filter anspricht und sowas. Und deswegen zeige ich jetzt erstmal her, wie man die Syntax von FFmpeg die Version herausfindet, damit man dann in Zukunft, wenn man eine Syntax hat, auch gleich dazu posten kann, in welcher Version man arbeitet. Was euch da auffallen sollte, 2.8 ist eine ganz, ganz alte Version. Im Moment ist 4 rausgekommen, gerade erst. Wenn ihr sowas seht oder sowas, es gibt durchaus noch Systeme, die mit diesem FFmpeg arbeiten. Und ja, da ist ein bisschen was anders. Und man sieht auch sehr schön bei Stack Exchange, wie sich gegenseitig zwei Syntax
Varianten hochraten. Die eine ist halt FFmpeg 2.8 und die andere ist FFmpeg 3 irgendwas. Somit, ja, sie stimmen beide halt, nur es hat noch nie jemand eine Versionsnummer dazu geschrieben. Da ganz am Anfang fällt euch dann auch hier auf, dass da das FFmpeg abhängig vom GCC-Compiler ist. Das heißt, ihr habt nicht nur Unterschiede in den verschiedenen Distributionen, ihr habt auch noch Unterschiede vom GCC-Compiler selber. Also je nachdem, wenn ihr euch das selber bildet, kann da auch manchmal irgendwie so ein bisschen was anderes rauskommen. Der nächste Block soll euch nicht schocken, bitte nicht ganz lesen. Ich erkläre euch nur, warum er da ist. Und zwar FFmpeg, wenn man es wie vorher aufruft, gibt auch eine ganze Menge Output mit, wie es eigentlich kompiliert worden ist. Das ist wichtig, wenn ihr gefragt werdet, somit habt ihr das eigentlich mit den und den Einstellungen kompiliert oder ist das überhaupt dabei oder sowas, weil dann ist dieser Output ganz hilfreich. Und der letzte Teil, den ihr daran seht, ist dann der Output, der hilfreich ist, wenn ihr gefragt wird, in welchem Format, also in welcher Version die Libraries vorhanden sind. Das sind VLC nutzt teilweise dieselben oder ähnliche Libraries oder FFmpeg von VLC, da bin ich mir nicht ganz sicher, wie das cross-referenced wird. Und die haben auch Versionsnummern, da ändert sich auch hin und wieder was. Also da gibt es ganz viel Misskommunikation, warum FFmpeg so nicht oder doch funktioniert. Was ganz wichtig ist für Videos, sind die Unterschiede zwischen Codec und Containerformat. Ich fange jetzt mal an mit Containerformat. Ein sehr netter Mensch hat irgendwann mal den schönen Vergleich gebracht, das Containerformat ist zum Codec wie die Pralinenschachtel zur Praline. Das heißt, das Codec ist quasi das, worin das Video eingepackt wird. Und da gibt es so ein paar bekannte Endungen. Das Containerformat kann man unter anderem an der File-Endung absehen. Nicht immer, aber in der File-Endung ist einmal ein ganz guter Hinweis drauf. Welche Formate überhaupt verfügbar sind, kann man in FFmpeg mit diesem Kommando herausfinden. Das liefert dann auch einen schönen Output mit, ob da ein Demuxer vorhanden ist oder ein Muxer vorhanden ist. Das ist ganz wichtig, je nachdem, ob ihr das etwas in dieses Format encodieren wollt oder aus diesem Format in irgendein anderes rausziehen wollt. Dann gibt es, dann kommen wir zur, falsche Richtung. Dann kommen wir zur Praline drin, das ist das eigentliche Codec. Und zwar jedes Audio, jedes Video hat ein Codec. Und dieses Codec, du kannst verschiedene Codecs in ein Containerformat packen. Das ist abhängig davon, was das Containerformat versteht. Also das sind jetzt mal so typische Codecs gelistet. Ich nehme an, das kennt ihr eh auch alles. Diese Codecs sind ganz wichtig für das, was euer Player dann eigentlich abspielen möchte. Wenn ihr sagt, so, mein Player kann MP3, dann ist es ja schön, aber was für ein Codec. Weil es funktionieren nicht alle mit allem. Das ist besonders interessant bei Autoradios oder anderen Embedded-Geräten, wo man eigentlich nicht so genau weiß, warum brauche ich da jetzt ein eigenes Programm, damit ich das da abspielen kann. Herausfinden, was FFmpeg alles kann man mit FFmpeg-Codec. Dann zeigt er auch eine schöne Auflistung an, ist das ein Videocodec, ist das ein Audiocodec, ist das lossless oder ist das ein Komprimierungsverfahren, wo etwas verloren geht. Einfach mal, wenn ihr euch nicht sicher seid, warum das jetzt nicht funktioniert hat oder sowas, einfach mal reinschauen, kann der das überhaupt. Das ist so ein typischer Output, da findet ihr unter anderem da den ganz oben den H264 aufgelistet. Da gibt es mehrere D- und Encoder und er kann sowohl lossy, also Kompression, wo er etwas verliert beim Komprimieren, als auch lossless, aber das muss man ihm extra angeben. Dann am besten macht man das anhand von Beispielen, also habe ich mal so ein Beispiel aus der freien Wildbahn genommen, was so herumrennt. Ich verwende gerne Sintel, weil es von den ganzen Blender-Movies irgendwie mein Lieblingsmovie
draus ist. Ihr könnt euch so ein Pfeil anschauen, wie sich FFmpeg, was FFmpeg davon hält quasi, also so mit minus i Pfeilname, und dann zeigt es euch allerhand Informationen an, was da drin ist. Wie zum Beispiel die Länge und noch ganz viele andere Sachen, zu denen ich dann auch gleich komme. Zum Beispiel, da seht ihr, ein Pfeil kann aus mehreren Video- und Audio-Codecs bestehen, und FFmpeg teilt die mit etwas, was sie Stream Identifier nennen. Das ist jetzt nicht klassisch, ich mache mein Video auf und schaue mir irgendwas an, Stream, sondern das ist, damit ist diese Nummer gemeint. Also, wenn man mit dieser Nummer angeben kann, in welcher Hierarchie zu welchem Video dazugehörig zum Beispiel ein Audio-File ist oder ein Subtitle-File, zu welchem Video-File gehört das. Du kannst auch mehrere Video-Files ineinander packen, je nach Containerformat. Es gibt ein Sonderformat beim ein Sonderfall, wenn man das Containerformat ändert, aber das Codec gleich bleibt. Das gibt es im Internet leider ganz oft, so mit, ja, codier das um und mach Codec Copy, ohne dass man darüber nachdenkt, ist das jetzt, brauche ich da, muss, sollte ich das nicht eigentlich ändern? Also dieses Codec Copy packt aus einem Pfeil packt aus einem Containerformat den Stream quasi aus, also diesen Audio-Stream oder Video-Stream aus, und lässt ihn aber in dem Codec, in dem es schon vorher war, und packt ihn nur neu ein. Also du nimmst die Praline-Schachtel, machst sie auf, nimmst deine Praline, gibst sie in eine andere Schachtel, machst sie wieder zu. Das passiert, der FFmpeg hat da wunderschöne Grafiken mit was da wo passiert, wenn man was macht. Die FFmpeg-Doku kann ich da auch sehr empfehlen dazu. Wenn man jetzt aber die Praline an sich verändern will, muss man die Praline auch nochmal auseinandernehmen. Das nennt man Decoden und Encoden von einem Stream. Es gibt einige Sachen, da muss man unbedingt die Praline neu verpacken. Das heißt, es gibt so einige Parameter, wenn man die ändert, dann kommt man nicht drum rum, um diese Praline neu zu verpacken, weil sonst der ganze Rest dahinter nicht mehr passt. Das ist unter anderem die Framerate. Und Framerate gibt es auch wieder ganz viel Wildwuchs, macht jeder irgendwie so, was seine Kamera gerade kann oder was sein Notebook gerade abspielt oder so. Die haben aber eigentlich so eine natürliche Umgebung. Und zwar ist das 24 Frames in der Sekunde war ursprünglich so als Kinoformat gedacht. In manchen Kinoformaten sind jetzt mittlerweile 25 Frames aufgenommen, habe ich gehört. Habe aber keine Quelle dazu gefunden. Also wenn jemand was Zitierfähiges hat, bitte hergehen. 25 bzw. 50 Frames kommt im Europa-Großraum eigentlich vor. Und 60, 30 und 24 Frames sind eigentlich in den Amerika, die 60, 30 und die 59,94 sind im amerikanischen Großraumformat. Wer weiß, warum das so ist? Netzfrequenz? Genau. Und zwar in den analogen Videozeiten hat man die Bildfrequenz an die Netzfrequenz gekoppelt. Das heißt, in Europa hatten wir halt eine Netzfrequenz von 50 Hertz, also hatten wir 50 Halbbilder pro Sekunde. Und in Amerika hatten sie 60 Hertz, deswegen hatten sie da 60 Halbbilder pro Sekunde. Wie man dann auf Farbfernsehen umgestiegen ist, hat man sich so gedacht, bitte. Kann man Fragen wieder zwischenstellen oder nachher? Wenn du jetzt schon fragst, dass du mich schon raus, dann kannst du sie jetzt auch stellen, ja. Ich möchte nur die Framerate noch einmal ansprechen. Heutzutage die Bilder oder die... Wie man es heutzutage macht, komme ich erst dazu. Ja, dann hören wir es uns mal nicht vor. Gut, passt. Okay. Wo war ich gerade? Netzfrequenz. Genau, dann irgendwann hat man beschlossen, so, man hätte eigentlich gerne Farbfernsehen. Und in Amerika hat man so das Problem gehabt, die haben ein 6 MHz breites Band. Und sie konnten sich jetzt dann entweder entscheiden, ob sie den Audioträger verschieben oder die Framerate ein bisschen droppen.
Und sie haben sich dafür, und damit sie kompatibel mit den Altgeräten bleiben, haben sie halt sich dafür entschieden, dass sie den Audioträger nicht verschieben, sondern dann einfach die weniger Frames pro Sekunde senden. Deswegen kommen diese 59,94, dieses unsägliche Format daher, wo eigentlich niemand. Und, ja. Das fällt einem beim Fernseher der 60 Hertz Willen nicht auf, oder wie? Es kommt drauf an. Also es gibt Geräte, wenn du den, die erwarten 60 Frames und wenn du denen 59 schickst, dann stürzen die alle, hast du dazwischen mal immer wieder mal ein schwarzes Bild oder so. Das passiert. Oder was man auch bei Bildmischern und sowas hat, das zeigt es gar nicht an, kann nicht mischen, sonst irgendwas. Also die Geräte sind da recht bitchy, was sie gerne hätten manchmal. Auch damals hatte man so ein bisschen Probleme mit der Konvertierung von Framerates ineinander. Ich habe mir da so ein paar Beispiele rausgesucht, mit wie man das damals gemacht hat, weil von 24 auf 25 Frames, also ich dachte mir so, ist eigentlich eh wurscht, machen wir halt. Die meisten sind nur beschleunigt worden. Und für alle anderen Konvertierungsarten gab es dann so mit von 24 auf 60 mit jedes ungerade Frame wird verdoppelt und jedes gerade Frame verdreifacht, damit man auf diese Framerate kommt. Das war damals schon herausfordernd anscheinend. Gibt's eine Wikipedia steht ganz viel dazu, warum man das wie gemacht hat und sowas. Wenn euch das interessiert, könnt ihr gerne nachlesen. Und noch dazu hat man dort nicht irgendwie ganze Bilder gesendet oder sowas, sondern damit man Bandbreite spart, hat man die Bilder zerlegt. Und zwar hat man die in einzelnen Zeilen zerlegt und hat dann immer zuerst nur die geraden oder nur die ungeraden dann gesendet. Und man baut jetzt ein Bild aus dann diesen zwei Halbbildern auf, indem man die versetzt sendet. Man kann das heute auch mit folgendem Codec erzwingen. Das ist irgendwie der Interlaced-Filter ist, glaube ich, einer der wenigst gesuchten schlechthin. Also warum möchte man heute noch etwas interlacen? Wenn das Gerät nichts anderes versteht, möchtest du das heute auch noch so machen. Falsch. Das schaut dann circa so aus. Gibt es auch noch manche YouTube-Videos, die glauben, sie sind nicht interlaced und schauen dann auch so aus. Ist dann zum das Rückgängigmachen an sich, dass man diese Zeilen wieder richtig zusammenfunkt, funktioniert nämlich manchmal nicht. Weil wenn diese Halbbilder um den Zeitslot eines Halbbildes versetzt aufgenommen worden sind, dann war ja zum Beispiel, wenn ihr ein vorbeifahrendes Auto habt, dann ist ja der Reifen in diesem Bruchteil dieser Sekunde ja schon wo ganz woanders. Und dann passt auch dann kann man das nie wieder so schön zusammenfügen. Da gibt es eigene Filter, die das dann rückberechnen, versuchen oder so, aber meistens hat man dann halt solche verkämpften Doppelbilder da drin, wo man da so einen doppelten Schatten hat anstatt einer geraden Kante. Das Gegenteil davon heißt Progressive Scan. Das hat sich zuerst irgendwie nur das kennt man, das ganze Vollbild und man trägt ein ganzes Vollbild. Das hat sich früher nur irgendwie für Computer- und Gaming-Systeme durchgesetzt oder so. Das war, ja, für einen Computer braucht man nicht viel, macht man das mal für einen Computer, geht dann schon. Heute aber, also mit DVB, ATSC-Standard, kann der Sender selber entscheiden, ob er interlaced oder progressive sendet. Das wäre das 27P, oder? Genau, das ist das P bei 27P, oder wenn ihr das Interlaced wäre zum Beispiel das 1080i, das ist das kleine Ding, was ihr dahinter seht. 1080i irgendwas. Das dahinter ist die Framerate. Und das I und das P unterscheidet zwischen Interlaced und Progressive. Und wenn man jetzt ein Interlaced-Format aus irgendeinem Grund hat und das aus irgendeinem Grund glaubt, das ist im Progressive Mode gemacht worden, muss man das irgendwie wieder umformen. Passiert bei mehreren Big Brother Awards und so weiter. Da gibt es mehrere Videofilter dazu. Ich habe mit dem Yadiv Videofilter ganz gute Erfahrungen gemacht, deswegen ist er hier als Beispiel da drin. Irgendwie, manchmal. So.
Wie macht man das heute, wo wir jetzt nicht mehr analoges Video haben? Jetzt machen wir verschiedene Arten von Frames. Und zwar, ich fange jetzt mit den iFrames an. Das ist ein volles Videobild. Das ist zwar vielleicht komprimiert in sich selber oder sowas, aber das ist ein volles Bild und das braucht, um angezeigt zu werden, nichts außer sich selbst, dieses Frame. Also das braucht ein fertiges Bild. Damit, also weil wir aber keine, nicht nur ganze Bilder übertragen, sondern, also können wir schon, aber wir übertragen halt nicht, es braucht halt dementsprechend Bandbreite, die haben wir in Österreich noch nicht, oder in den meisten Gebieten noch nicht. Gibt es noch andere Frames, die halt helfen, Bandbreite zu sparen. Unter anderem das P-Frame, das enthält nämlich nur die Änderungen zu einem vorangegangenen P- oder I-Frame. Und zwar nimmt es von dem Vollbild nur die Änderungen, speichert das irgendwo hin und der Player, der das anzeigen muss, nimmt halt dann die Informationen, die nicht in diesem Frame drin stehen, aus dem vorigen und berechnet sich daraus seine Framerate. Dann gibt es noch eine dritte Art, das sind die B-Frames. Die werden referenzieren auch wieder auf ein P- oder ein I-Frame. Das heißt, auf die eine volle Änderung haben oder in Relation zu einer Änderung schon sind, können aber jetzt nicht nur in der Anzeigerichtung halt von den vorigen Frames Informationen nehmen, sondern auch aus nachfolgenden Frames. Und das können nicht alle Geräte. Deswegen. Wofür braucht man das? Dass man Informationen aus nachfolgenden Frames nimmt? Wofür braucht man das? Es ist praktisch, um Bandbreite zu sparen, weil wenn du ein Frame hast, genau in der Mitte zwischen zwei I-Frames, die 20 Sekunden auseinander sind oder so, dann kannst du referenzieren auf, okay, das ist jetzt eher Änderung dorthin. Das ist so wie ein bisschen wie die Backups, die, wo dann irgendwann mal die Änderungen größer sind, als wenn du es erneut backupen würdest. Du brauchst weniger iFrames, deine gesamte Bandbreite ist eigentlich niedriger, weil die B-Frames sind eigentlich recht wirklich klein. Das heißt, ich kann mit meinem B-Frame aussuchen, nehme ich das Delta jetzt zum vorherigen oder zum nachfolgenden? Nein, aussuchen kannst du es dir nicht. Das macht er schon automatisch. Ja, aber der schaut sich halt an, wo... Was am besten dazu passt zum Bandbreitensparen. Das heißt, das Gerät, das dekodiert, braucht eine TARDIS, um in der Zeit vorzugehen und zu schauen, was es ist. So ähnlich. Oder halt genug Speicher. Das ist auch so ein Problem. Ja, bitte. Die E-Frames im Gegensatz zu den E-Frames wurden dafür entwickelt, beim Schneiden. Beim Schneiden möchte man Frame genau schneiden können. Und wenn man jetzt vor und zurück spult, gibt es Probleme, wenn man die P-Frames verwenden würde. Und deswegen gibt es die B-Frames, damit man auch rückwärts sozusagen schneiden kann. Das ist ein besseres Streaming-Format sozusagen. Du brauchst beim Schneiden aber immer ein Full-Frame. Yes, wenn du es nicht hast, musst du es erzeugen. Ja, deswegen gibt es am Anfang ein I-Frame, dazwischen gibt es dann B-Frames und dann gibt es wieder ein I-Frame, was das Ganze beendet. Genau, also zu jedem Szenenwechsel oder sowas musst du ein I-Frame haben. Das heißt, jedes Mal, wenn du in deinem Mischer schneidest, dann muss ein I-Frame erzeugt werden. Also wenn es nicht vorhanden ist, muss es erzeugt werden zu diesem Zeitpunkt. Weil er von da ja dann alle Änderungen berechnet. Kann er bei einer neuen Szene nicht anfangen, Änderungen zur vorherigen Szene anzuzeigen. Das wäre irgendwie leicht doof. Man möchte das natürlich auch irgendwo anzeigen und heute ist irgendwie Internet so, wir laden das aus dem Internet, so der heiße Scheiß. Und wenn man das nicht irgendwie jetzt als ganzes File downloadet, dann schaut man, dann möchte man halt so möglichst nacheinander die richtigen Pakete haben. So, jetzt wissen wir, im Internet funktioniert das nicht immer ganz so mit dem Paket in der richtigen Reihenfolge, Geschwindigkeit und sonst irgendwas kriegen. Genau, das Videoschneiden haben wir schon erwähnt. Zu dem Internet und Anzeigen komme ich gleich noch. Ich muss euch noch ein paar andere Sachen erklären, die man braucht, um seine paar Linien auseinanderzunehmen und wieder zusammenzupacken. Auflösungen. Das sind nicht alle Formate, die im Video gebräuchlich sind. Also da gibt es einige, die fehlen da noch drauf auf dieser Grafik. Die ist von Wikipedia. Quellenverweis kommt später dann. Ich würde eigentlich sagen, es gibt drei Formate, wo es sinnvoll ist, in dessen Auflösung man irgendwie konvertiert.
Das sind 1080, 720 und PAL. Weil das 1080 und das 720 referenziert jeweils auf die Zeilenhöhe. Also 576 heißt 760 mal 576. 720 heißt 1280 mal 720. 1080 heißt 1920 mal 1080. Das sind so die Abkürzungen, sind eigentlich die Zeilenhöhen. Diese drei Formate finde ich sehr sinnvoll, dass man Videos drauf konvertiert. Ihr dürft natürlich für euer Handy oder was auch immer alles Mögliche konvertieren, bitte, aber so veröffentlichungstechnisch gibt es da so seltsame Sonderformate, die auch beim Anzeigen manchmal Schwierigkeiten machen. So kann ich euch eine kleine Anekdote erzählen. Mein Vater hat sich so eine Unterwasserkamera mit HD gekauft und voll super und so. Dann sehe ich dann Urlaubsvideos und frage ihn, warum hast du die nicht mit der neuen Kamera gemacht? Und er so, naja, das ruckelt immer so. Ja, auf dem kleinen Netbook war die Auflösung halt nicht die von der Kamera ausgegeben worden ist und der Chip ist im Rechnen einfach nicht nachgekommen von mehr, ein bisschen mehr als HD auf weniger als HD rechnen. Also Auflösung... Hast du es ihm dann einmal konvertiert? Ja, habe ich. Aber Auflösung ist eine ganz entscheidende Frage. Und auch wenn ihr die Auflösung ändert, müsst ihr neu encodieren. Also da geht nicht Codec Copy, andere Auflösung geht schon. Das kannst du schon so machen. Ja, genau. was auch ganz spannend dazu ist, ist die Pixel Aspect Ratio. Und zwar moderne Computer, also Fernsehgeräte ähneln heute eher modernen Computerbildschirmen als so den alten Fernsehgeräten. Und wenn man ein Computerbildschirm hat, hat meistens einen Pixel, der ein Pixel hoch ist und ein Pixel breit ist. Und somit eine Pixel Aspect Ratio von 1. Diese seltsamen Formate, die man dann da sieht bei PAL und NTSC, ergeben rechnerisch und sonst nirgendwie dieses 4:3 oder dieses 4:3 Formate, ergeben das nie, wenn man das nachrechnet. So, wie kommt das eigentlich daher? Und der Clou ist, dass sie die Pixel nicht alle gleich breit angezeigt haben. Deswegen hatten die haben eine andere PAL, eine andere da. Und da gibt es eine ich habe dann nachher noch ein Handout dazu, da gibt es eine Möglichkeit, wenn ihr sowas habt, dann irgendwie schaut das, irgendwie ist das zwar PAL oder NTSC, aber es schaut trotzdem irgendwie komisch aus, dann gibt es eine Auflösung, in die ihr es umrechnen könnt, dann schaut es weniger komisch aus. Was wird es dann breit, in die Breite gezerrt? Oder in das kommt drauf an, ob du PAL oder NTSC hast. Als Ausgangsformat. Analog. Schon wieder das Falsche. Nein, das gab es auch im Digitalbereich, um nämlich Bandbreite zu sparen. Bandbreite sparen. Achso, ja, wir sind in Österreich. Wir sind in Österreich, ja. Das ist schon wichtig. Ja, ja. Dann gibt es noch die Display Aspect Ratio. Und zwar, die sollte im Idealfall so 4:3 oder 16:9, je nachdem, was euer Anzeigegerät gerne macht. Es werden aber ganz viele Filme in anderen Formaten aufgenommen und in anderen Formaten hochgeladen. Und wenn ihr die dann anschaut, dann haben die alles andere außer eine Anzeige von 4:3 oder 16:9. Deswegen schauen sie meistens auch Fernseher an, irgendwie so leicht seltsam aus. Ich hatte einen MP4, ich möchte das auf meinen Fernseher anzeigen, der kann das prinzipiell. Und dann irgendwie so... irgendwie falsch. Dazu habe ich zum Beispiel gleich ein Beispiel, nämlich mein Lieblingsvideo, wieder hergenommen. Das hat da erstens einmal nicht eine Auflösung, die man gerne hätte auf einem Fernsehgerät, und zweitens eine davon von irgendwas anderem. Und wenn du das jetzt anzeigen möchtest, möchtest du das natürlich nicht verzerren, weil eigentlich möchtest du das im Ganzen sehen, möchtest du nicht wegschneiden oder sonst irgendwas, sondern du möchtest das einfach nur auf deinem Fernsehgerät anzeigen. Und da gibt es diese leicht zu merkende Kommandozeile dafür, und das ist ein FFmpeg mit dann oben und unten den schwarzen Balken dann zu reinkodieren, sodass es dann auf die gewünschte, ich habe in dem Fall halt ist meine Aspect Ratio 1280 x 720, darauf habe ich es geforst, aber kann man jede andere auch nehmen dann. Es gibt
So ein ähnliches Kommando gibt es dann für, wenn ihr 4:3 Formate, also 4:3 ähnliche Formate erzeugen wollt und links und rechts diese schwarzen Balken habt, anstatt oben und unten. Oder was wegschneiden? Wegschneiden kann man natürlich auch, da gibt es andere Kommandos dafür. Halt. Oh, das ist so. 9x16. Und dann, was euch eventuell noch über den Weg rennt, ist die SAR, das ist die Sample Aspect Ratio, die ist eigentlich eine Info für das, wie groß das Anzeigegerät die Pixel dann scalen soll. So, Bandbreiten in Österreich. Wir sind ja manchmal, manche von uns sind ein bisschen gesegneter mit Glasfaser, andere sind so irgendwie noch in anderen Sphären unterwegs. Und deswegen ist Kompression einer der für uns wichtigsten Mechanismen, um Bandbreite halt zu sparen. Dabei verliere ich aber, also wenn ich, angenommen, ich mache jetzt keine Lossless Compression, so, weil Lossless Compression hat dann trotzdem noch eine sehr hohe Datenrate, sondern ich mache eine, wo ich wirklich etwas dabei verliere. Das nennt man Lossy Compression. Dann entferne ich quasi Bildinformation aus dem Bild. Das heißt, ich sollte mir überlegen, wie weit ich das komprimieren möchte, weil sonst habe ich nachher noch so schöne große Kasteln oder so, aber das ist eigentlich nicht mehr wirklich schön zum Anschauen. Weil es ist zwar super klein, passt sogar noch auf eine Diskette, aber dann wird es halt mit dem Anschauen eher schon so, Kunst, es ist auch Kunst, aber trotzdem. Und wie weit ihr komprimieren wollt und wie weit, also was sinnvoll ist, ist dann abhängig von dem Ziel-Codec und manchmal auch von dem Ziel-Container-Format. Es gibt mehrere Arten, Sachen zu komprimieren und den Rest der Bilddaten wegzuhauen. Eine davon ist, man gibt eine Target, also eine Ziel-Bitrate an. So quasi, ich möchte, dass du gerne, was habe ich da genommen? 2 Mbit, also Mbyte groß wirst. Und das ist, das kann man schon so machen. FFmpeg ist sehr so eine Diskussionsgrundlage. So, okay, ich mache es im ersten Durchgang mal, aber 2 ist das nah nicht ganz eigentlich. In den meisten Fällen ist es drüber. Es gibt, wenn es groß genug wählt oder sowas, dann kommt das schon auch hin, aber meistens ist es drüber. Es gibt die Möglichkeit, in FFmpeg mehrmals zu komprimieren. Dann kommt das besser hin, aber es ist trotzdem irgendwie eigentlich drüber von der Bitrate. Die andere Variante, die gerne... Ja? Bitrate, das ist ja wirklich dann, wie viele Bits pro Sekunde dann quasi das Gesamtbild genau ergeben. Genau, du kappst es quasi nach oben, so groß dürfen darf das maximal sein. Und rechne so lange, bis der iFrame oder P-Frame oder was auch immer... diese. Genau. Es gibt eine andere Möglichkeit. Die andere Möglichkeit wäre, ist, du gibst den Qualitätslevel der Kompression noch an. So quasi, ich hätte das 4-mal kleiner ist okay, 5-mal ist nicht so okay. Und dann kommt eine Bitrate raus, die genauso volatil ist wie dein Video. Das kannst du theoretisch auch kombinieren mit einem Parameter, der dir sagt, das ist meine Maximalrate. Trotzdem ich jetzt eigentlich nur Quality mache. Es gibt zwei unterschiedliche Varianten. Der CRF ist für H264. Für die MPEG-Varianten gibt es Q-Scale. Und für diverse andere Parameter. Aber das sind halt die gängigsten, die werden am öftersten auch verwendet. Aber auch da ist es so, du kannst da eine Quality Compression und eine Maximalrate angeben, die das haben darf. Aber es ist eigentlich drüber. Und was ist das CRF jetzt? Komme ich gleich. Das CRF. Ja, ja. Das nennt sich Constant Rate Factor. Ja. Und das ist ein Wert. Nein, das ist dein Quality Factor. Also die Bitrate. Genau, umgekehrt. Also 1 ist die beste Qualität und 51 ist die schlechteste. Okay. Und also im Internet kursieren so Sachen mit 18 ist virtually und nicht unterscheidbar vom Originalbild.
Es kommt drauf an. Also ich hab auch da keine Begründung gefunden, warum es gerade 18 sein soll, so bis dahin sei es, ja, wurscht. Das ist ein User-Test-Sample 2. Ja genau, wir müssen das Ganze so Crowd austesten, weil wie schlimm das ist. Wir haben gewürfelt und das kann man. Bitrate ist jetzt aber Audio und Video zusammen, ne? Genau, da... Also bei dem ist es jetzt sowieso ein relativer Wert, aber genau. Bei dem vorigen war es Audio und Video genau. Zusammen. Da ist es Audio und Video zusammen, man kann das auch trennen. Kann ich den FFmpeg auch sagen, ich möchte das Ganze in Zielgröße so und so groß haben und rechne das bitte selber aus? Das wäre das. Das ist meine Zielrate und du darfst Audio und Video zusammen. Also Zielgröße der Datei? Nein, Zielgröße der Datei kannst du nicht angeben damit. Ist das mit der Bitrate mal Sekunde? Ja, es ist Bitrate mal Sekunde. Dann kannst du dir das ausrechnen, wie groß das dann wird. Also, falls es FFmpeg richtig machen würde oder sowas oder dorthin kommen würde, dann könntest du dir das ausrechnen. Aber es schlagt bei der Bitrate im Normalfall drüber sozusagen. Es schlagt eigentlich überall drüber, ja. Das ist wie bei der Feinkost im Supermarkt. Darf es ein bisschen mehr sein, ja. Für manche Anzeigegeräte ist es unter anderem erforderlich, dass du eine konstante Bitrate hast. Und das ist zum Beispiel bei Set-Top-Boxen der Fall. Die verwenden nämlich ganz gerne denselben Chipsatz für Input von Satellitensignal und Input von irgendwas anderem, zum Beispiel IPTV. Und dann hätten sie gerne aber dieselbe gleichbleibende Bandbreite an Video. FFmpeg kann das an sich, also du kannst, die Idee ist halt, du komprimierst dein Video und füllst den Rest einfach mit Nullen auf, bis auf die gewünschte Rate. Das heißt in FFmpeg, du musst unter die Bitrate kommen, also deutlich drunter, und dann kannst du dem MPEG-TS-Container sagen, mit dem Befehl Max-Rate, dass er den Rest mit Nullen auffüllen soll, auf die gewünschte Bitrate. Das funktioniert ein bisschen besser, aber ganz konstant ist es nicht. Es ist so, ja, es schaut einmal nicht so schlecht aus, aber es ist nicht ganz konstant. Also er gibt sich Mühe, ich weiß nicht, woran das liegt, dass er trotzdem noch da ein bisschen rauf und runter cheatet. Er cheatet eindeutig viel weniger, als wenn du ihm eine Bitrate oder eine Quality Rate angibst. Jetzt kommen wir dann langsam zu den lustigen Sachen. Kurzer Abriss zu Streaming. Das kann man leider schlecht lesen, ich lese es euch vor. IP ist ein Paketliefersystem und ist nie synchron und wird es auch nie werden. IP ist nicht dafür gedacht, Packeln von A nach B in dieser Reihenfolge in der Geschwindigkeit zu übertragen. Da geht was verloren dazwischen, da kommt was nicht an. Kommt drauf an, sollte er manchmal nicht sein, dass etwas doppelt kommt. Das heißt aber, auch wenn euch dazwischen jetzt zum Beispiel ein iFrame verloren geht, kastelt es, rauscht es und bricht euer Bild ab, bis das nächste iFrame daherkommt. Und wenn ihr eine Setup-Box seid und das iFrame kommt erst irrsinnig viel später, dann habt ihr bis dahin vergessen, was eigentlich euer Bild war. Und dann stirbt dann, die machen ganz seltsame Sachen, die hängen sich auf, die bleiben stehen, die fangen dann zu rauchen. Selten. Selten. Oh, denial of service. Insofern finde ich es, dass da auch bei den, es gibt irgendwie es kursiert so im Internet die Empfehlung, so ein iFrame alle 10 Sekunden ist schon okay, das ist eigentlich für Streaming viel zu viel und so weiter. 10 Sekunden Rauschen, Kasteln ist eine lange Zeit. Also vom Anschauen, wenn du dir irgendwas anschauen möchtest, den richtigen Talk und so, ja, und so, der zeigt irgendwas und auf einmal 10 Sekunden lang, wenn du das im Fernsehen stoppst, furchtbar. Angriff bis Tor. Mhm. Genau. Unter Umständen, ja. Das müsst ihr euch anders. Es gibt mehrere Möglichkeiten, dann mit FFmpeg auch ein Output-Format zu erzeugen, das du halt in einen mehr oder weniger Stream dann übergibst mit einer Zieladresse http://. Da haben wir das Problem, das baut eine TCP-Connection, ist ja, wer weiß nicht, wie eine TCP-Connection funktioniert? Ich erkläre es jetzt trotzdem.
Und zwar, wenn ihr eine TCP-Connection aufbaut, dann hält der Sender die Pakete, die er gesendet hat, vor. Und wenn keine Antwort zurückkommt mit, ich habe diese Pakete schon alle empfangen, das ist gut, du kannst sie weghauen, oder eine Antwort kommt mit, ich habe da zwar was empfangen, aber irgendwie passt das nicht mit dem, was er gesendet hat, überein, dann schickt er die noch einmal. Das ist zwar gut gemeint, aber wenn ihr jetzt dann schon im Video schauen seid und schon bei der Stelle seid, wo ihr das Paket gebraucht hättet, und dann aus irgendeinem Grund mit Kasteln und so weiter und Tonkrachen und so darüber hinwegschaut, dann nützt es euch nicht, wenn das Paket wieder ankommt. So später, 3 Minuten später, habe ich dann den Anfang vom Film dann gesehen oder so. Das bringt auch zum Anzeigen irgendwie überhaupt nichts. Deswegen ist es eigentlich sinnvoll, das Ganze über UDP zu machen. Das ist zwar irgendwie so, send and pray, wenn es ankommt, ist gut, und wenn nicht, dann nicht. Aber es ist die einzig sinnvolle Variante, weil ihr braucht das Paket wirklich nicht dann 3 Minuten später noch einmal. Und wenn ihr eine Setup-Box seid, ihr habt nicht einmal genug Speicher, um das 3 Minuten später noch einmal zuordnen zu können, wo das hingehört hätte. Genau, was ich vorher vergessen habe, ist, TCP habt ihr immer zwischen zwei, also eine One-to-One-Connection, ihr habt das immer zwischen zwei Endpunkten. Und ihr könnt damit nie einmal jetzt, ihr braucht dann ganz viele, viele, viele ausgehende Endpunkte, wenn ihr von einer zentralen Stelle an viele mit einer TCP-Connection etwas verteilt. Das ist an sich nicht geschickt gemacht, weil da kann ja jede einzelne TCP-Connection abreißen davon. Mit UDP, dieser Multicast könnt ihr ganz viele bedienen und sendet es nur einmal raus. Dann gibt es noch verschiedene Varianten. Man kann UDP direkt sein, also UDP:// und Zieladresse eingeben. Man kann aber auch RTP, das ist das Real-Time Transport Protocol. Das garantiert euch weder Real-Time, noch dass es ankommt. Aber es erweitert halt, es fügt eigentlich Kontrollfunktionen und Funktionen dazu, um festzustellen, in welcher Reihenfolge jetzt die Pakete da ankommen. Das ist wie man die Pakete dann rein muss, wenn sie ankommen. Das ist, wenn ihr eigentlich einen MPEG-2-Transport-Stream macht, ziemlich unnötig, weil der hat selber schon Kontrollmechanismen, um festzustellen, das Paket gehört eigentlich vor das andere und so weiter. Das heißt, MPEG-2-Transport-Stream könnt ihr eigentlich direkt über UDP senden, dann müsst ihr das nicht nochmal in RTP verpacken. Und das Real-Time-Streaming-Protokoll ist wieder so ein 1-zu-1-Protokoll, das erweitert nämlich RTP um Steuerfunktionen. Das macht es jetzt auch so, wenn ihr einen Transport-Stream habt, nicht unbedingt besser. Ihr könnt mit RTSB auch wieder nur 1-zu-1 verteilen, weil der Rückkanal für die Kontrollfunktion dann auch wieder nur von einem Gerät kommen kann. Und wenn ihr schon irgendwo hinsendet, dann könnt ihr vielleicht nicht ihr möchtet, dass die Pakete unter einer gewissen Größe bleiben, weil sonst bleiben sie im Zweifelsfall am Switch des nächsten Providers hängen, weil dort geht irgendwie nicht mehr durch. Und dafür gibt es in FFmpeg auch eine Möglichkeit, eine Größe anzugeben. Das macht man mit Packet Size. Und diese Zahl schaut irgendwie total seltsam aus, aber sie ist logisch erklärbar. Und zwar, ein MPEG-Paket sind 188 Byte. Die 188 Byte Größe haben sie, das ist historisch so gewachsen, weil dann gehen sie auch über ATM-Leitungen noch gut drüber. Das ist mit der ATM-System-Compatibility hängt das zusammen. Und man kann bis zu 7 davon in einem Paket verpacken, um noch unter der maximalen Payload zu sein, die in einem Paket vorkommen kann. Deswegen, dann habt ihr dann 7 solche MPEG-Pakete in einem großen Paket, das ihr raussendet. Das ist ein bisschen sinnvoller, als wenn ihr jedes unterschiedlich sendet oder die Leitung entscheiden lassen, wie viel geht denn da drüber oder nicht. 7 MPEG-Pakete in ein UDP-Paket. Genau, 7 MPEG-Pakete in ein UDP-Paket. Und wenn man sich dann jetzt denkt, jetzt weiß ich, also erstens einmal, das war noch bei Weitem nicht alles, was es da draußen gibt, was man so wissen könnte, also was waren so die Basics, wo man dachte, das sollte man auf jeden Fall mal gehört haben.
denken sich dann halt so viele mit, ja, eigentlich können wir Fernsehen jetzt auch schon machen, weil jetzt wissen wir eh alles darüber mit. Nein, da gibt es noch ganz, ganz viel mehr. Ich habe halt den DVB-IPTV-Standard rausgenommen. Es ist standardisiert. Das heißt, es ist nicht irgendein Wildwuchs, irgendwelche Konformitätserklärungen eines bestimmten Herstellers, sondern das ist ein Telekom-Standard. Telekom-Standards haben im Gegensatz zu RFCs, so die werden eingehalten. Meistens. Ja, also wenn du ein Hersteller bist und du schreibst DVB-konform drauf, dann möchtest du das einhalten, sonst sind es ganz, ganz viele Telcos sauer auf dich. Das ist an sich im Standard ist definiert, dass das über eine priorisierte Leitung hat, dass er braucht, dass es kein Traffic Shaping auf dieser Leitung geben darf. Gibt noch andere Sachen, die er dort hat. Und das ist per se an sich, sagt der Standard, ist es nicht im Internet möglich, das so zu machen. Deswegen ist das von der Netzneutralität ausgenommen. Und das macht auch wirklich so Sinn. Ihr möchtet, dass die Pakete schnellstmöglich ankommen, weil 3 Minuten später interessiert mich der Anfang vom Video, das ich mir gerade anschaue, auch nicht mehr. Ihr möchtet das so schnell wie möglich haben, ihr möchtet es auch bei der Sprache, hat dieselbe Priorisierung auch. Ihr möchtet nämlich bei einem Telefongespräch auch nicht ewig lang darauf warten, dass euer Gegenüber jetzt antwortet, nur weil er die Möglichkeit, weil in der Switch die Einstellung hat, das so lang zu delayen können. Und zu DVB-IP gibt es dann auch noch ganz andere Einstellungen. Und zwar, das muss nämlich entweder RTP über UDP sein oder direkt UDP. Und dabei darf man nie das Packet noch einmal anfordern. Das ist in dem Standard verboten, dass passiert, dass ein Paket erneut angefordert wird. Das Netzwerk muss dann entsprechend halt designt sein. Und nachdem halt nicht jeder von euch ein eigenes Kabelnetz hat, ist das eigentlich etwas, was nicht jeder von sich zu Hause im Internet machen kann. Und so. Das ist auch ein Grund, warum das von der Netzneutralität ausgenommen ist. Es muss ein MPEG-2 Transport Stream sein, den habe ich schon erwähnt. Und über SI-Tables könnte man einen ganzen eigenen Talk füllen. Das mache ich dann nächstes Jahr oder sowas. Und die Hardware. Die Hardware, die für DVB gebaut wird, wird teilweise in den diversen so Setup-Box-artigen Gegenständen dann wiederverwendet. Das heißt, sie halten sich an einen Standard, aber quasi das Minimalset daraus. Ihr dürft eigentlich nicht erwarten, dass irgendwas, was als optional definiert ist, irgendwo mit, ja, in der neuesten Version könnte man das vielleicht in Zukunft oder sowas, dürft nicht erwarten, dass das irgendwo drin ist, weil natürlich die Hersteller jetzt auch nicht unbedingt darauf schauen, dass sie jetzt den neuesten heißen Scheiß, den sich irgendwie ausgedacht hat, jetzt verwenden, wenn der alte eh auch noch gekauft wird. Was ist die Lebensdauer von einer Set-Top-Box? Da bin ich überfragt. Nein, die DVB ist da sehr langlebig, sie kommt aus der Fernsehwelt. Zweistellig in Jahren. Zweistellig, ja. Also nämlich vom Standard und vom Innenleben her, also gar nicht so sehr, ob es jetzt zu einem Interieur passt, aber Dinger sind oft schon sehr verwurzelt, wie man so schön sagt. Ne? Und solange musst du halt das Video in dem Format noch bereitstellen, damit sonst gehst du als Provider ganz schnell Setup-Boxen austauschen bei dem Kunden. So, das war jetzt ganz viel an Erklärung. Ich habe, nachdem die Slides nicht das beinhalten, was ich eigentlich vermitteln würde, habe ich ein Handout geschrieben. Das ist auch schon im FRAB hochgeladen, das könnt ihr euch runterladen. Da steht das auch mit Codebeispielen und mit Beispielen aus FFmpeg steht das auch so drin. Und es gibt ein FFmpeg Cheat Sheet von den Commandos, die ich am häufigsten gebraucht habe bis dato. Eines habe ich vergessen, aber gibt es dann Version 2 oder 3 oder sowas in den kommenden Jahren dann auch. Ja. Das war's von meiner Seite. Wir haben schon ein bisschen überzogen, aber nachdem wir der letzte Talk sind, Fragen. Bitte. Ich habe aus historischen Gründen, weil ich das halt quasi zuerst gesehen habe, viel mit MN-Coder gearbeitet. Mhm. Hast du damit auch Erfahrung im Vergleich?
Ganz am Anfang habe ich das kurz gehabt, aber ich bin ziemlich schnell auf FFmpeg gewechselt und habe eigentlich quasi alles vergessen, was ich davor gehabt habe, weil das Tool ist so umfangreich. Also ich lese heute noch neue Sachen in der Dokumentation. Bitte. Du arbeitest ja bei einer Firma, die sich vermutlich irgendwie mit Video und IT beschäftigt. Vielleicht auch kommerziell. Kennst du dich aus oder weißt du, wer Know-how hat über FFmpeg und Licensing und kommerzielle Verwendung? Ist ein sehr, sehr, sehr komplexes Thema. Mhm. Darf man FFmpeg nie verwenden oder wann schon? Also es gibt auch kommerzielle Produkte, die intern FFmpeg verwenden und nicht alle haben es irgendwie deklariert, dass sie da eigentlich mehr oder weniger Teile von freier Lizenzsoftware verwenden. Was ja, das deine heißt Frage beantwortet? Das heißt nicht, dass sie das dürften. Wo kein Krieger, da kein Richter. Ja. Aber wenn dich sowas interessiert, interessiert dich eher sowas, wie man es genau macht oder wie du das angehen würdest oder sowas, dann red am besten mit meinem CTO da im lachsfarbenen Shirt. FFmpeg ist lesser GPL. Ja, es gibt halt sowohl die Frage. Gerade mit H264 sind Sachen von VideoLAN drin und so, deswegen keine Ahnung, wie das. Ja, das sind ja dann die Libraries, wo du auch wieder schauen musst, aber der FFmpeg-Code selber ist. Also es gibt ja auch eine Checklist auf der Seite, also die haben wir schon mehrmals angeschaut, aber das sind dann trotzdem nicht alle. Das ist eine wichtige Frage, geht es darum, selber Software auf den Markt bringen zu wollen, die FFmpeg enthält, oder geht es darum, Videos zu produzieren? Ja, Software verkaufen. Ja, beim Softwareverkaufen ist es so wie bei jeder Art von GPL-Software, wenn der Lizenzgeber das vorsieht, und das weiß ich jetzt konkret nicht bei FFmpeg, wie es ist, ob der auch eine LGPL-Variante beinhaltet oder nicht, das weiß ich schlicht und ergreifend nicht. Aber Faktum ist, wenn es GPL ist und ich habe halt ein Produkt, das FFmpeg enthält, dann ist FFmpeg trotzdem freie Software. Und der Quellcode, sollte er verändert werden von dir, den musst du halt dann auch bereitstellen. Genau. Der Community bereitstellen. Also ja. Du kannst deine Intellectual Property auf Basis von FFmpeg nicht schützen. Außer der FFmpeg sieht vor, dass auch eine LGPL-Variante möglich ist, dann kannst du die Bibliotheken verwenden, musst aber trotzdem darauf hinweisen, dass sie FFmpeg enthalten. Also man kann nicht sagen, ich habe einen Encoder geschrieben und in Wirklichkeit ist es FFmpeg mit einer hübschen Kugel, das darf man nicht. Das zweite Problem mit FFmpeg ist jetzt einerseits eben der FFmpeg-Code selber und dann, was du ja auch am Anfang gezeigt hast, die ganzen Libraries. Ich glaube, das sind ja dann eher die Tretminen, nicht? Ob jetzt der Intel-Codec dann, ob ich den einfach so irgendwie einpacken kann. Es gibt eine Variante, den FFmpeg mit strikt Open Source zu übersetzen, ja. Also mit strikt GPL zu übersetzen, das fehlt halt dann nicht. Das ist in dieser unglaublichen Folie da drin. Aber selbst bei der LGPL bin ich mal auch dann so nicht sicher, was heißt das jetzt genau? Geht auf Linken? Ja, was heißt jetzt Linken? Also der Linken heißt, ein Shared Object zu nehmen und eine eigene Software zu schreiben und die Funktionen aus der Bibliothek einfach zu verwenden. Das wäre die LGPL. Aber darf ich es dann deployen? Ja, klar. Ja, klar. Auch als eigenes. Ich muss trotzdem darauf hinweisen, dass eben Code enthalten ist, aber ich kann es dann verkaufen. Ich kann ein eigenes Programm schreiben, kann Funktionen verwenden, die sich in einem Shared Object befinden, das unter LGPL steht, darf das Shared Object auch mit ausliefern, muss aber darauf hinweisen, dass es eben Funktionen enthält, die mit dem Ding gemacht sind. Und rauskommen tut dann unterm Strich, wenn ich strikt Open Source mache, wahrscheinlich sowieso nur Matroschka mit Ock, wo dann wahrscheinlich zwei Drittel aller Setup-Boxen sagen sollen. Nein, das stimmt nicht. Oder? Als die Muxer sind einige Sachen auch frei verfügbar, nur beim Encoden, also beim Muxen sind einige Libraries halt proprietär. Nein, aber der wesentliche Punkt, um den es eigentlich geht, ist, ich kann nicht anderer Leute Code nehmen und ihn als meinen eigenen ausgeben. Also das geht schlicht und ergreifend nicht. Aber ich kann natürlich eigenen Code schreiben und wenn LGPL das zusieht, Funktionen verwenden, die in einer Bibliothek drinnen sind, klar. Ich hätte noch eine Anmerkung. Also es steht unter LGPL, damit ist sowieso die Verwendung gar kein Problem. Man muss nur, man muss ja seinen eigenen Code dann nicht öffentlich geben, außer man verändert den von FFmpeg selbst. Genau. Die andere Möglichkeit, da FFmpeg auch ein Command-Line-Tool hat, ist, eine GUI zu schreiben, das nur die Kommandos aufruft. Dann ist man sowieso rechtlich wieder ganz
auf der sicheren Seite, in Anführungszeichen, dass man die eher nicht verletzt, die Rechte. Wenn der User selber runterlädt, quasi. Ja, man kann es sogar selber ausliefern, mit Quelltext natürlich. Also Quelltext von FFmpeg, nicht von einem eigenen Programm. Aber ich würde sagen, das ist sowieso ein eher lizenzrechtliches Problem, das ist eigentlich ein eigener Talk. Ja, und wenn man es weltweit verbreiten will, dann kommen auch die Patentrechte in USA und einigen anderen Ländern noch dazu. Wolltest du das sagen? Okay, passt. Nächstes Mal mit der Regine vielleicht zusammen. Dann sagen, ja, die Regine hat gleichzeitig mit mir den Talk. Ja, das ist ein bisschen so dramatisch. Ja. Oder so. Ja. Wenn ich dann wirklich so nicht böse Kommentare bezüglich Software-Patente. Ja, das ist die Innovation verhindern. Ja, Software-Patente sind Arsch. Die Rest der Straße zu übersperren, die Bahn drum und nicht mehr aufmachen. Ja, die Real Venture hat aus. Gut, dann sage ich danke, dass ihr auf den Linux-Wochen wart und schönen Abend noch. Danke.